SharePoint Podcast, Ausgabe 412 vom 5. September 2019. SharePoint Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 412. Ausgabe des SharePoint Podcasts. Ja, hier war ein bisschen Ruhe auf dem Kanal. Ihr werdet es gemerkt haben oder auch nicht. Ich weiß es nicht, aber jetzt ist der Kanal wieder da. Ich bin wieder da. Ich hatte eine kleine dreimonatige, ich sag mal, Kreativpause. Das hat man ja früher mal gern gesagt. Ja, ich habe mich mit anderen Dingen beschäftigt, auch mal ein paar Sachen einfach sacken lassen. Ja, man kann nicht immer nur podcasten. Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht jetzt wieder weiter hier in diesem Kanal. Letztlich ist dieser Kleinod ja einer der ältesten Podcasts, die es überhaupt gibt. Und es gibt natürlich auch ganz viel mittlerweile wieder zu berichten rund um die SharePoint-Community über Office 365, Microsoft 365, den Modern Workplace. You name it, we cover it, so nach dem Motto. Ja, und ich weiß gar nicht, ob mich jemand vermisst hat. Ich freue mich natürlich immer über Feedback. Feedback habe ich auch Konferenzen bekommen zum Podcast, das ist schon klar. Aber Feedback ist ja relativ selten, was ich auch mittlerweile ja verstehe, weil das einfach auch schwierig ist, in diesem Fall immer Feedback zu geben. Es hat mich ganz aktuell ein Feedback erreicht, über den habe ich mich in dem Falle mal besonders gefreut, weil er über YouTube kam. Ich weiß nicht, ob diejenigen, die den Podcast hier hören, auch wissen, dass es diesen Podcast auf YouTube gibt, denn seit gut 2 Jahren stelle ich ja jede Folge auch auf den Kanal der SharePoint Community in diesem Podcast mit hoch. Und da hat vor 2 Tagen der User Introflect, ich nehme mal an, das ist ein Pseudonym, geschrieben: Hallo Michael, danke für den tollen Podcast. Es macht echt Spaß, sich von deinen Ideen Woche für Woche inspirieren lassen zu können. Ja, da war jetzt natürlich Woche für Woche ein bisschen Ruhe, aber vielen Dank erstmal. Dafür soll es ja auch sein, dass ihr Inspirationen, Ideen und vielleicht auch das ein oder andere kleine Gimmick über diesen Podcast erhaltet. Ja, vielen Dank dafür. Ich freue mich, wie gesagt, immer über Kommentare. Könnt ihr mir an sharepointpodcast@outlook.com schicken oder im sharepointpodcast.de Blog kommentieren oder über YouTube oder über Twitter. Ihr wisst ja, ich habe viele Kanäle, über die man mich erreichen kann. So, jetzt heißt es irgendwie wieder den Weg finden in das geordnete Podcasten und ich fange mal ganz simpel an mit was für euch, wie ich so schön sage, denn ich habe mich im August habe ich mich mal intensiv darum gekümmert, wieder unsere Community-Angebote aufzufrischen. Ihr wisst, für die Community sammle ich immer bei Konferenzen oder wer halt gerade was anzubieten hat, Community-Rabatte, sprich vergünstigte Eintrittskarten, Freikarten oder ähnliches ein. Und mittlerweile sammelt sich auf der Angebotsseite, die auf sharepointsocial.de unter dem Menüpunkt Angebote für die Community, die habe ich nur eingerichtet, findet, sammeln sich 4 Angebote, die ich euch ganz kurz vorstellen möchte, damit ihr vielleicht bei eurer Planung von weiteren Konferenzteilnahmen in den nächsten Monaten dann noch den ein oder anderen Euro sparen könnt. Fangen wir mal an mit der Veranstaltung, die am nächsten ist. Das ist nämlich das Office Camp 2019, das vom 23. bis 25. September in Gelsenkirchen stattfindet. Zum 2. Mal, letztes Jahr gab es das auch schon. Und ihr findet dort interessante Referenten rund um das Thema Office, Outlook, SharePoint, Power Platform, Azure, Cloud, Hands-on. Viele Experten sind da. Guckt euch mal das Programm an. Sehr interessant, sehr spannend. Letztes Jahr gab es gutes Feedback, weil die Konferenz auch speziell für den Networking-Charakter, im Networking-Charakter einiges zu bieten hat. Ja, und da gibt es für die Teilnahme der Konferenz einen Rabattcode für 100 Euro. Und diesen Rabattcode und auch den Link zur Anmeldung, den findet ihr natürlich auf der Seite, die ich hier in den Shownotes verlinken werde. Oder ihr geht einfach auf sharepointsocial.de und in der Mitte im Menü steht Angebote für die Community. Da findet ihr diese und auch weitere Informationen. Aber, und jetzt kommt der Kracher heute. Ich habe vom Office Camp 2019 eine Freikarte zur Verfügung gestellt bekommen, die ich hier verlosen kann. Und da das ja schon am 23.09. ist und wir den 412. Podcast heute haben, wo alles ein bisschen zackiger geht, habt ihr genau bis heute ist Donnerstag, habt ihr am Freitag und am Samstag Zeit,
euch an diesem Ausschreiben zu beteiligen und sozusagen mit Hilfe einer E-Mail, die ihr an mich schickt, sharepointpodcast@outlook.de mit dem Betreff Freikarte Office Camp, euch für die Verlosung dieser Karte zu melden und dann werde ich die am Wochenende verlosen und dem Gewinner dann die entsprechenden Infos zuschicken. Also eine Freikarte für das Office Camp 2019 könnt ihr hier gewinnen. Wie gesagt, E-Mail mit Freikarte Office Camp an sharepointpodcast@outlook.de schicken und ihr seid in der Lostrommel mit drin. So, dann gehen wir mal weiter zu den Angeboten. Die darauffolgende Konferenz, die stattfindet, das sind die SQL Days 2019. Ihr wisst ja, ich habe hier in dem Podcast dieses Subformat mit Markus Raths Talking Insights, wo wir immer über diese ganzen BI-Themen und so weiter sprechen. Markus spricht auf dieser Konferenz und da dachte ich mir, na, vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen von euch hier, der an dieser Konferenz interessiert ist. Die findet vom 14. bis 17.10. in München statt. Auch wieder 2 Tage Konferenz und 1 Tag Workshop. Und der Veranstalter hat einen Community-Rabatt von 200 Euro bei der Buchung des Kombi-Tickets von Workshop und Konferenz gegeben. Den Code findet ihr dann auch entsprechend auf der Community-Seite. Dann werfen wir einen Blick voraus ins nächste Jahr, in den Juni. Vom 8. bis 10. Juni findet der nächste Collaboration Summit in Wiesbaden statt. Und da hat am Montag der Vorverkauf der Tickets begonnen, oder der Verkauf der Tickets begonnen, mit dem Super Early Bird Preis, der bis Ende September gilt. Da kostet das Ticket 200 Euro und das Kombi-Ticket mit Tutorial und Konferenz 500 Euro. Und wie im letzten Jahr haben wir auch hier wieder einen Community-Rabatt. Und der spart euch nochmal 10% und ihr könnt das auf unserer Seite dort entsprechend finden und damit schon buchen. So, und last but not least, in diesem Jahr gibt es auch noch eine Konferenz, die dann auch noch hier uns einen Discount zur Verfügung gestellt hat. Und natürlich ist es die europäische SharePoint Office 365 und Azure Konferenz, 2. bis 5. Dezember in Prag. Und da gibt es einen Discount von 10% auf das Ticket. Und auch da läuft noch bis zum 26.09., also noch 3 Wochen bis Ende September, läuft der Early Bird. Da könnt ihr auch nochmal sowieso was sparen und dann mit dem Ticket nochmal. So, und da wir gerade bei der SharePoint Europe sind, möchte ich euch auch nochmal darauf hinweisen, dass auch wieder der European SharePoint Community Award vergeben wird. Das ist ja auch schon eine gewisse Tradition bei der SharePoint Europe Konferenz. Dort werden wieder Projekte, Personen und Teams in Europa ausgezeichnet, die Community-Engagement haben, die besonders interessant sind. Es gibt 8 Kategorien. Ich nenne sie mal kurz. Best Azure Solution, Best Intranet Extranet Solution, Best Community Contribution, Best GitHub SharePoint Project, Best Management Solution, Best Social Strategy, Best Cloud Pattern Application und Most Innovative SharePoint Solution. Das sind die 8 Kategorien und in denen könnt ihr bis zum 25.09. noch ein Projekt oder einen Favoriten nominieren. Auch gerne euer eigenes Projekt, eure eigene Community Contribution und ja, und das wollte ich einfach nur mal gesagt haben und habe dann damit sozusagen dieses Thema Angebote und Konferenzen einmal durch. Was mich dann nahtlos überleitet zum Thema Termine und Veranstaltungen. Und da haben wir auf der SharePoint Social auch unseren Veranstaltungskalender. Und ich kann euch sagen, in den nächsten 3 Monaten, da geht hier aber richtig was ab. Weil irgendwie im August war es recht ruhig, aber jetzt im September und Oktober, ja, da beginnt wieder die Meetup-Saison. Da wird es ja auch ein bisschen dunkler. Da setzt man sich gern wieder zusammen, spricht über die Technik, über das moderne Arbeiten, tauscht sich gerne aus und dazu ist unheimlich viel Gelegenheit. Ich glaube, wir haben über 25 Meetups, die sich mittlerweile auf unserem Terminkalender einsortiert haben. Ich mache das jetzt mal ganz kurz und knapp, indem ich hier auf die Liste klicke und dann ganz kurz euch nochmal einen Überblick gebe, was es im September gibt. Da ist heute Abend, das wird jetzt ein bisschen zu spät, wenn ich das jetzt online stelle, das schafft ihr nicht mehr, das Azure Meetup in Köln. Es gibt heute übrigens auch die Global AI Night, das ist auch so eine weltweit stattfindende Veranstaltung, wo es eine Abendveranstaltung gibt, wo es Vorträge gibt rund um das Thema Künstliche Intelligenz. Ich bin hier in Berlin heute Abend, Christian Glessner werde ich treffen und werde Videoaufzeichnungen machen und das mitbringen.
Dann gibt es am 10.9. das 32. Treffen der SharePoint User Group in Rhein-Neckar, das ist Mannheim in der Regel. Am 10.9. in Dresden, am 12.9. in Münster, am 17.9. in Hannover, 19.9. Frankfurt, am 24.9. Teams Meetup in Berlin, in Bonn. Nee, Teams Meetup, oh, das ist hier was, vielleicht richtig, ja, Teams Meetup. Und am 25.9. Azure Meetup in Bonn und am 25.9. gibt es auch das SharePoint in Hamburg. Also, da ist eine ganze Menge los. Habe ich da gar keine Usergroups angetragen? Doch, habe ich. Wie gesagt, die ganzen Termine findet ihr auf der Seite und daneben her gibt es natürlich noch Webinare und es gibt noch diverse andere Veranstaltungen, die ich jetzt hier nicht weiter hinweisen will, aber schaut einfach danach und gerade bei den Usergroups, geht hin zu den Usergroups, macht Community vor Ort und ich danke immer allen vielen Freiwilligen, die diese ganzen Events organisieren und ja, das sollte man dann auch entsprechend belohnen mit Besuch und mit Austausch und mit aktiver Teilnahme. Dann, ich gucke mal weiter, was ich hier noch aufgeschrieben habe, dann will ich euch heute auch gar nicht mit dem Podcast zu lange stressen. Ich möchte euch, ja genau, was habe ich eigentlich gemacht? Genau, das wollte ich euch noch erzählen. Ich habe mich ein bisschen ausgeruht, ein bisschen kreativ Pause gemacht und habe auch eine Menge mit Video rumgearbeitet. Da kann ich euch zum einen nochmal empfehlen vom Collabs Summit 2019, die Videoserie, die ich aufgezeichnet habe. Ich hinterlege euch mal die Playlist. Es sind einige Interviews entstanden, so zum Beispiel mit Dan Holm von Microsoft zum Thema Microsoft Stream, mit der Lori Pottmeier aus Redmond zum Thema Microsoft Teams. Und dann auch hier aus der deutschsprachigen Raum, Toni Pohl, Samuel Zürcher, Hans Brender. Schaut einfach mal in die Playlist, ich verlinke sie euch in den Shownotes. Und ja, das ist halt die Videoarbeit, die damit entsteht. Dann bin ich jetzt seit einem Monat im LinkedIn-Live-Streaming-Programm mit aufgenommen. Das heißt, ich kann jetzt live auch über LinkedIn streamen. Ich kann also nicht nur Videos hochladen, sondern ich kann dort auch live streamen. Das fand ich natürlich toll, dass man mich in diese Beta eingeladen hat. Da gibt es noch nicht sehr viele, die jetzt in Deutschland mit dabei sind. Hat aber dann gleich so eine kleine Hürde aufgesetzt, weil das Streaming über LinkedIn Live gar nicht so, also nicht so simpel ist wie zum Beispiel über Facebook oder über Periscope, wo ich einfach die App aufrufe, auf den Knopf drücke und losstreame, sondern man braucht immer eine Third-Party-Lösung, um dahin zu streamen, um dann sozusagen von dem Gerät bis hin zum Ausliefern über LinkedIn die Strecke aufbauen zu können. Und das musste jetzt erstmal so ein bisschen gefixt werden. Also gibt es so ein paar kostenpflichtige Anbieter wie Switcher Studio beispielsweise, die das nahtlos integrieren. Aber es gibt auch einen kostenfreien und das ist in dem Fall die Restream.io, die sozusagen die Verbindung ermöglicht. Ich will jetzt hier technisch auf die Details nicht weiter eingehen, aber das muss man halt eingerichtet haben. Und dann mit ein bisschen Knibbel schafft man es auch, zum Beispiel vom iPhone aus mit einer App, die nennt sich ManyCam, live zu streamen. Das habe ich vorgestern hier aus Berlin vom IFA-Meetup gemacht. Da werde ich gleich noch ein bisschen was drüber bezeichnen. Das funktioniert. Ich habe auch die gute alte MivoCam, über die ich auch hier schon öfter mal berichtet habe und die ich auch schon seit fast 3 Jahren mittlerweile im Einsatz habe, wieder reaktivieren können und habe über die auch streamen können auf LinkedIn Live. Ja, und natürlich auch über Desktop-Streaming, das heißt Streaming zum Beispiel von OBS oder von eCam Live. Also technisch ist das mittlerweile gelöst. Ich habe auch nochmal an der Audiostrecke einiges gemacht, indem ich mir das Rode Wireless Go Mikrofon zugelegt habe. Das sind zwei kleine, etwa, früher hätte man gesagt Streichholzschachtelgröße, aber es ist eigentlich ein bisschen kleiner sogar noch. Zwei kleine Adapter, eines der Sender, eines der Empfänger, die werden über ein individuelles WLAN-Protokoll verbunden. Und das eine klemme ich mir einfach ans Hemd als Mikro an und das andere klemme ich einfach an mein, ja, an mein iPhone oder an meinen Mixer oder sowas an und habe dann eine Funkstrecke und kann wunderbar damit arbeiten. Ganz klasse funktioniert das auch, alles in der Praxis getestet. Ihr könnt euch das ansehen. Ich habe nämlich bereits 3 Livestreams jetzt tatsächlich auch schon mal umgesetzt. Und der erste, da war am 24. August das Community Barcamp hier in Berlin, wo sich Community Manager aus ganz Deutschland treffen. War wieder super spannend und interessant zu sehen, was man dort macht auf Instagram, auf YouTube, mit Frage zum Thema Datensicherheit und so weiter. Und ich habe einen Vortrag gemacht, der hieß
Podcasts und Video für Communities, auch mit Livestream, und dachte mir, na, wenn du das schon machst, dann machst du den gleich im Livestream. Habe also die MivoCam aufgebaut, mein Mikro angeklammert und dann über LTE die 45 Minuten über LinkedIn live gestreamt und oh Wunder, es hat alles super funktioniert. Ich verlinke den Livestream mal. Ich weiß nicht, ihr müsst auf LinkedIn angemeldet sein, um das sehen zu können, aber ich verlinke den gerne mal. Da könnt ihr euch die Aufzeichnung gerne nochmal anschauen und einen Blick reinwerfen. Ja, und dann habe ich mich dann mal mit Gernot Kühn wieder getroffen. Ihr wisst, unser ganz altes Projekt, die SharePoint-Sendung, die ja auch ein bisschen eingeschlafen ist. Aber Gernot und ich haben wieder Bock, sie zu reaktivieren. Und unter diesem Schirm der SharePoint-Sendung, unter dem Label der SharePoint-Sendung, uns nochmal neu aufzustellen mit neuen Themen, und haben das auch gleich probiert und dann aus der Microsoft-Niederlassung hier in Berlin, wo wir uns getroffen haben, auch mal mit dem MivoCam gleich wieder gestreamt. Hat auch funktioniert, und am Abend bin ich dann einfach eine Etage dort tiefer gegangen und es gab das IFA-Meetup, weil ab morgen findet ja hier in Berlin wieder die internationale Funkausstellung statt. Microsoft ist dort einer der Aussteller. Ihr findet sie in der Rotunde in Halle 13. Da waren sie auch im letzten und vorletzten Jahr schon. Und man bringt natürlich auch ein bisschen neue Hardware mit. Unter anderem das Surface Hub 2S, also die neue Version vom Surface. Und die wurde auf diesem IFA Business Punk Meetup halt schon mal vorab vorgestellt. Vom André Hansel von Microsoft. Der hat eine kleine 10-Minuten-Demo gemacht und naja, klar, wenn man mit Livestreaming da ist, sagt man da, oh, komm, kann ich das Livestreamen? Und das geht jetzt super einfach. iPhone aufgenommen, auf so ein kleines Handstativ gesteckt, dann dem André dieses Mikrofonteil vom Rode Wireless Go angeklippt und den Empfänger ins iPhone reingesteckt und auf Senden, Manicam gestartet und auf Senden gedrückt, und dann hatten wir den Livestream und der hat auch funktioniert. Ich habe das auch schon mal noch als editiert auf für den YouTube-Kanal, aber es hat auch wunderbar funktioniert. Also ein cooles, technisch ist das mittlerweile jetzt gelöst mit dem Livestreaming. Gibt noch ein paar Optimierungsdinge. Heute Abend auf dem AI, Global AI Night, werde ich es auch mitnehmen und schauen, was dann passiert und wie man das funktioniert. Aber auch in den nächsten Tagen geht es weiter, da das entsprechende Format mal aufzuarbeiten. Und ihr werdet sehen, da werden in den nächsten Monaten einiges passieren in der Richtung. Also ganz konkret, rechtzeitig werden wir euch informieren, wie das funktioniert und was geschieht. Ist spannende Sache, insbesondere weil man dann natürlich auch immer mit dem Hintergrund, was passiert eigentlich mit Microsoft Stream und dem Thema Video im Unternehmen. Das ist ja vielleicht auch noch mein Hauptfokus. Wie kann man diese ganze Technologie, man hat, dann im Unternehmen nutzen? Und ja, da wird es noch einiges geben. Ich habe auch schon verschiedene Anfragen gekriegt zum Thema, was nutzt du für Mikrofon, was nutzt du da? Ich will das auch noch besser dokumentieren. Kommt alles. Jedenfalls, das ist schon mal supi. Genau. So, das war es zum Thema Livestreaming und LinkedIn Live. Und das war es eigentlich auch schon für diese Folge. Ich muss mich erstmal wieder richtig reinfimmeln. Eins habe ich noch, weil das könnt ihr euch auch mal runterladen. Microsoft Teams ist ja immer noch in aller Munde und wächst, blüht und gedeiht. Und die Carola Pantenburg von Skillocation, die haben dort ein Anwenderhandbuch für Teams geschrieben, das gute 160 Seiten dick ist. Und stellen das zum kostenlosen Download zur Verfügung. Habt ihr vielleicht schon gesehen in verschiedenen Online-Kanälen. Wir haben es auch der Community schon verbreitet. Aber falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann hört ihr es jetzt hier. Und ihr könnt euch das kostenlos herunterladen. Der Link dazu ist natürlich auch in den Shownotes auf sharepointpodcast.de. Und ja, dann freue ich mich natürlich super über Feedback. Insbesondere auch, was so das Thema Livestreaming und Live-Video betrifft. Und ich freue mich, dass ich jetzt die 412. Ausgabe im Kasten habe. Und noch ein kleines Experiment. Ich suche ja immer noch Fragen, die man hier mal stellen kann, so für ein Quiz, die man nicht einfach mit einer simplen Google-Suche beantworten kann, was mittlerweile unheimlich schwer ist, um sowas rauszubekommen. Wir hatten hier schon sowas mal mit irgendwie so einer Kette mit Hopsing oder ähnlichem. Ich habe gestern auf meinem Facebook-Profil ein Hashtag gepostet und ich würde euch mal fragen, wer kann mir sagen, was das zu bedeuten hat?
Also gestern am 4. September 2019 habe ich den Hashtag 47192 gepostet. Was verbirgt sich dahinter? Versucht es mal rauszubekommen. Vielleicht würde mich freuen. Also wer es rausbekommt, für den habe ich bestimmt irgendein Gimmick, den ich ihm gerne dazu schenken kann oder verteilen kann. Ja. So, das war die 412. Ausgabe des SharePoint Podcasts. Ihr wisst, ich freue mich immer über Feedback. SharePointPodcast@outlook.de ist die E-Mail-Adresse. Und ja, in diesem Sinne sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal, der Michael Grill. Das war der SharePoint Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de. Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.